Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris und ich komme gerade so frisch vom Donuts-Konzert nach Hause. Wie viel Uhr haben wir? Haben wir überhaupt schon 0 Uhr? Ich glaube, wenn, dann kurz nach 0 Uhr. Das Konzert ist vielleicht seit einer Stunde vorbei. Ich bin gerade nach Hause gekommen, ich bin noch nicht mal trocken. Ich habe noch meine nassen Klamotten an, ich habe noch nicht mal die Review gedreht. Meine Hose hat noch typische Nassflecken. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt gerade so in Live-Stimmung noch bin, ist es einfach der perfekte Moment, die Live aus Hamburg Version von Samurai Pizza Cats Pizza Homicide anzuschauen. Ist ein guter Moment. Sind wir uns alle einig? Ist ein guter Moment. Ist ein guter Moment. Unser Festivalbier neigt sich auch langsam dem Ende zu. Also, dass das vom Festival übrig geblieben ist. Chris, du kannst nicht auf ein Festival gehen und es bleibt Bier übrig. Ey, komm schon, jeder, der sagt, dass er bei 38 Grad Festivalwetter sich Bier ohne Ende reinschütten kann, es nicht kalt ist, der lügt. Punkt. Indiskutabel. Wow, ist das Ding inzwischen kaputt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das nicht mit Nico sein wird, weil ich glaube, dass sie selber zu der Zeit unterwegs... Wenn das live in Hamburg ist, dann war das doch jetzt erst, oder? Das war doch jetzt erst mit... als sie mit NSOK unterwegs waren. Oh ja, da steht's ja. 7.10.2023. Das ist jetzt knapp einen Monat alt. Okay, recht aktuell. Ich habe Samurai Pizza Cats immer noch nicht live gesehen. So wie es aussieht, werde ich nächstes Jahr auf der... Pizza und Dosi Bier Tour dreimal sein. Ich freue mich auf euch. Okay, Samurai Pizza Cats Pizza Homicide live in Hamburg. At Hamburg. Go. Okay, ich hätte es während dem Song wahrscheinlich gesagt, aber dann ist es mir gerade vorweggenommen worden. Ist ein sehr gutes letztes Lied oder ein gutes letztes Lied vor der Zugabe. So wie es aussieht, ist es das letzte Lied. Fangen wir nochmal von vorne an. 6 Sekunden drin und schon am Pausieren. Hamburg auf ein letztes. Oh, yeah. Pause-Knopf hat nicht funktioniert. Boah, ich schwör's euch, das ist richtig schlimm gerade zu sehen. Weil zum einen habe ich ja Samurai Pizza Cats noch nicht live gesehen und ich habe ja richtig Bock, die endlich mal live zu sehen. Zum anderen komme ich gerade frisch aus dem Moshpit und sehe jetzt den Moshpit und denke mir so, ein bisschen Energie hätte ich schon noch. Ein bisschen. So viel nicht. Ich bin alt, aber ein bisschen. Ich habe Samurai Pizza Cats nicht nur noch nie live gesehen, sondern auch noch nie live gehört. Das war jetzt gerade der erste Satz, den ich live gehört habe. Und es hört sich gut an. Was ein handsome little devil. Hände gehen hoch und jeder, der den Track kennt, ihr singt jetzt gleich mit uns. Okay, hier bin ich jetzt mega gespannt, weil Nico hat ja bei der Studio-Version die hohen Refrain-Parts übernommen. Aber wer das Album gehört hat und wer es nicht gemacht hat, sollt ihr es nachholen. Warte mal, Hintergrund-Deko. Jetzt sieht man das Licht nicht mehr richtig, oder? Ja, das sieht man auch so nicht richtig. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Oh, aber ich habe ja das hier. So, ich kann immerhin... Hamburg! Nein! So, ich kann immerhin mich fühlen, als wäre ich dabei. So, jetzt reib bitte nicht am Mikrofon, sonst versaut's das alles. Ich schau da mal, wie weit ich bei der Pizza- und Dosi-Bier-Tour, wie weit ich damit komme. Wahrscheinlich nicht sehr weit. Okay, ich habe Angst, dass er am Mikrofon schreift. Mann! Was mache ich hier? Ich hätte studieren können, ich hätte was Gutes lernen können. Habe ich nicht gemacht. Machen wir weiter. Okay, also so wie es klingt, haben wir die Clean Vocals von Sebastian. Wir haben aber auch die Nico Vocals, glaube ich, Playback mit drauf liegen. Was jetzt nichts Ungewöhnliches ist bei Live-Konzerten, wenn man einen Feature-Gast in einem Song hat, dass da die Vocals von dem Feature-Gast Playback mitlaufen. Wisst ihr, was so sexy ist? Henning Mai kann ein Lied davon singen, aber gerade bei Metal und härtere Musik, wenn so dieser intensive Gesang kommt und dann hier die Ader am Hals rausdrückt, das ist sexy. Sexy AF. Ich muss mich entschuldigen, ich bin nicht nüchtern.
Sein Shouten ist extrem stark. Und wer so ein bisschen in die Vielfalt der Stimme reinhören will, ich glaube, ich habe schon erwähnt. Habe ich schon erwähnt? Hört euch das Album an, wirklich. Das ist eine unfassbar vielfältige Stimme. Die kann nicht nur Shouten und Cleaner Gesang. Das mehr dabei. Hört euch das Album an. Am Stück. Es gibt Leute, die hören heutzutage kein Album mehr am Stück an. Warum? Scheiß Streamingdienste, ich sag's euch. Streamingdienste haben den kompletten Musikmarkt zerstört. Aber darum geht's heute nicht. Hey, den kannte ich gerade. Vom Sehen her, irgendwoher, ich weiß aber nicht woher. Das Problem ist, was passiert, wenn ich leicht angetrunken eine Reaction mache? Ich simp halt nur. So, ich bin, sagt man das heutzutage überhaupt noch? Sagen das die coolen Kids noch? Simpen. Aber ich muss jetzt wieder was sagen. Diese Strähne. Boah, ich bin wieder nur am Unterbrechen, das tut mir leid. Tut's mir nicht, scheiß drauf. Ha, passt euch nicht, dann schaltet ab. Oh, das Schlagzeug steht gar nicht in der Mitte. Ah, sieht schön aus. Ich find's schön, wenn Schlagzeug nicht unbedingt zentriert in der Mitte steht, sondern ein bisschen völlig crazy woanders steht. Beim Escalation Fest war nach TBS, waren da wo wir standen, standen zufällig Stefan, Sebastian und Daniel. Und man muss einfach sagen, oh mein Gott, sind die sympathisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der dieses Video jetzt sieht und vielleicht auch beim Escalation war oder allgemein die dreimal getroffen hat, wird mir zustimmen. Die sind einfach nur unfassbar sympathisch und machen gute Musik. So, das kommt halt noch oben drauf. So, die sind unfassbar sympathisch. Musik ist scheiße, aber das sind nette Jungs. Die Musik ist sehr gut. Alle Mann, die Hände hoch. Alle Mann. Auf die da oben. Hoch die Hände. Komm schon. Ich bin noch zu sehr in Live-Stimmung. Das mache ich jetzt nicht, meine Freunde. Schläft neben Mann. Oh, das ist ein schöner Shot. Das ist ein saugeiler Shot. So diese von hinten Aufnahmen mit dem kompletten Publikum, die komplette Tribüne. Guck mal, die Lichter da hinten, die sehen aus wie kleine Herzen. Das ist süß. Ich liebe es so sehr. Ich glaube, ich war, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, auf wie vielen Konzerten wart ihr in eurem Leben, wo Leute wirklich im Takt geklatscht haben? So, ich will da niemand angreifen. So, jeder war schon mal auf einem Konzert, wo Leute einfach nicht im Takt klatschen. Bei Rap ist es ganz schlimm. Wenn bei Rap der Takt vorgegeben wird und die wollen auf das Klatschen rappen, aber das Publikum kommt dann aus dem Takt raus oder wird schneller oder wird langsamer. Aber auch hier, man hört einfach, dass das Klatschen so aus dem Takt ist. Ich finde das mega witzig. Ganz leicht daneben. Nee. Es ist ein großer Mond mit dem Wald. Finde ich keine gute Tattoo-Idee, würde ich nicht machen. Oh, das will ich nochmal hören. Ja, ja. Geil. Okay. Wie schön das richtig von unten kommt. Es klingt wie ein Tier. Das klingt wie ein wildes Tier. Ich hab gerade gar nicht Pause gedrückt. Du wildes Tier, du. Und wir kommen im Januar wieder. Lass uns zusammen feiern. Ihr wart unfassbar geil. Danke. Fett. Pizza und Dosibier Tour, Orte, an denen ich anzutreffen sein werde, durchaus auch bereit wäre, ein kühles Bier mit euch zu trinken, ist auf jeden Fall am 13.01. in Kölle. Das ist safe und 21.01. Stuttgart ist beides zu 100% safe, wahrscheinlich München auch. Das sind die drei, die... Hei, hei, hei.
Das sind die drei, die zu 99% safe sind. Wir sehen uns. Ich habe mega Bock drauf. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal Samurai Pizza Cats live gesehen habt und wie das Ganze war. Ratet mir die Erfahrung auf einer Skala von 1 bis 10 oder so. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Album gehört habt. Ich bin gehypt. Schreibt in die Kommentare, wen man wo antrifft. Und hey, Samurai Pizza Cats, stark. Ich freue mich drauf. Endlich. Nach sehr lange Zeit, endlich und dann gleich innerhalb kürzester Zeit dreimal. Wird geil, ich hab Bock. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Ich muss jetzt ganz dringend duschen, aber ganz dringend.